So, liebe Zuschauer, weiter geht's mit unserem dritten Match des heutigen Abends. So, da sind wir wieder auf der Silver Spring Karte. Team hat gerade eben schon beim letzten Spiel gemeint, dass da irgendwas falsch passiert war. Ich habe da jetzt aber nichts gesehen, Marc. Ich glaube, die Tesla-Spuren waren alle okay. Ich fand es jetzt auch okay, Und aber. die links unten, da hatte ich Unrecht. Das war direkt Das war die Main Base noch, die hat er richtig, bloß halt richtig. hochzogen. Ja, das ist aber hier eine echt blöde Startposition. Er hat genau die Mitte hier erwischt. Ja, aber noch ein Stück nach links fahren können. Ja, ich verstehe gar nicht, warum sie da nicht ein bisschen Richtung Erzfeld fahren. Weil ich Ja. die 3, 4 Sekunden ein bisschen näher ran. Ja. So, aber wir haben in Gelb den Extreme. Und wir haben in Blau den Weapon Master. Ich bin gespannt. Beide waren ja so der Meinung, die gehören nicht in die schwere Liga oder in die erste Liga Nord, aber sie wurden so eingestuft. Nein, ich Und habe schon mal gegen Webmaster gespielt. Ich meine, so schlecht ist der gar nicht, das nein, die Spiel. können auch beide gut, ne? Aber du siehst jetzt halt hier schon, der Weg ist zu weit. Das wird auch merken. Deswegen hat Extreme hier hochgebaut, hat doch ein Kraftwerk mehr jetzt. Natürlich jetzt im Verzug jetzt halt die RAF erst. Aber wenn er auf die Kristalle geht, kriegt er das schnell wieder raus. Ja, genau. 1400 Erz kriegst du pro Diamantenlieferung. Ja, und da kommt er auch schon. Genau, und den muss er auch richtig steuern. Hat er wahrscheinlich auch gemacht. Ja, mal schauen, was hier passiert. Also, Webmaster hat dadurch, dass er erst nur die RAF gebaut hat, hat zwar auch zwei Kraftwerke gebaut. Aber gut. Ich weiß gar nicht, von wem das die Heimkarte ist. So, da kommt auch schon die Waffenfabrik. Natürlich klar, dass die jetzt eher kommt bei ihm als bei Extreme. Noch ein Kraftwerk. Natürlich, wenn er jetzt hier noch Ja. eine Raffin bauen würde, dann hätte er natürlich schon zwei Erzfelder, wo er vernünftig sammeln könnte. Ja gut, beim einen da oben, da fährt schon der Erztransporter ein bisschen zu lang. Ja, Also. das ist doch zu lang. Also, er müsste hier eigentlich jetzt direkt ran. Obwohl, jetzt kommt noch ein zweiter Erzsammler. Verkürzt den Weg mal so ein bisschen, wenn er die genau timet. Weil jetzt hat halt Webmaster bald Geldprobleme. Herrscher, nee, wir haben kein Springerspiel. Hat sich keiner gemeldet für heute. Unten ist schon eine Reparaturwerkstatt. Er ist jetzt sehr schnell unterwegs, ja. Webmaster hat ein bisschen Geldprobleme. Er muss auf jeden Fall da unten gleich die RAF bauen. Hat er jetzt auch gemacht. Ja, jetzt hat er sie Aber gemacht. ich finde wieder, er hätte es auch gleich direkt ranfahren können. Gleich hier ans Erzfeld. Ja, er hätte hier Hätte mittig dann gehen Platz können und frei. dann hätte er hier nach rechts, links bauen können. Schauen wir Ach ja, mal. Wir sind schauen diese mal. Schönheitsfehler, aber ja. Ich sag mal, dadurch, dass das er hat hier nur ein Erzfeld jetzt und er hat auch nur eine RAF. Dann natürlich jetzt schon mit dem Bau wesentlich weiter, könnte das natürlich ausgleichen, indem er hier hochfährt. Das wird jetzt halt hier sehr interessant. Na, na, na. Hat aber Glück. Und da kommt noch ein Sammler raus. Also Webmaster drückt jetzt drauf, hier ordentlich Geld reinzukriegen. Ne? Das ist auch die Werkstatt. Und jetzt merkst du das auch, dass das Geld jetzt auch, ja. Langsam reinkommt, ja. Du weißt ja selber, wenn man Sowjet spielt, braucht man richtig viel Kohle. Weil Ja. dann erst dann läuft. Nochmal ein Erztransporter, guck das an. Der hier oben, der Sammler, ist auch so weit weg. Ich weiß gar nicht, warum der hier oben so weit sammelt. Da kommt jetzt zwar der Bauhof, aber er hat, wie gesagt, einfach kein Geld. Und das bringt ihm auch nicht diesen Vorteil. Jetzt kommt der dritte Sammler. Den hätte er lieber hier oben einsetzen sollen, weil die Wege so weit sind. Dass er sich immer schön timen kommt. Einer kommt, der andere fährt verbrannt. So ist dieses Erzfeld hier halt sehr schnell weg. Hat halt davon gar nichts. Deswegen muss er jetzt eigentlich dringend den Bau aufbauen, dass er den hier platzieren kann. Die nächste Waffenfabrik.
Ja, ja. Er muss ja oben bauen. Den Bauhof muss jetzt oben bauen, dass du den Gegner sozusagen gleich vom Diamantenfeld hier abschnüren kannst. Ja, aber guck mal hier, er will, glaube ich, direkt hier vorhin. Ja, genau, da muss er hinbauen. Dann hat Webmaster keinen Platz mehr für zum Abbauen. Na doch, er könnte theoretisch nach unten fahren. Ja. Weil da kommt jetzt nämlich auch der Bauhof. Aber ja, wenn zu spät bist, ja, ist schwierig. Na, wie gesagt, wieder ein Bauhofgefecht, man weiß es nicht. Base, ja, und Base. Oder wie gesagt, er fährt hier durch. Ne? Das könnte er natürlich auch mal, weil ja da auch noch das angrenzende andere Feld. Wird jetzt sehr interessant, was er macht. Ob er sich sagt, okay, ich stelle mich jetzt daneben. Weil bisher ist es hier noch nicht. Oh. Er fährt auf jeden Fall weiter. Ja, so richtig weiß er noch nicht, was er hier macht. Na? Na, er stellt sich doch hin. Und da kommt die Raff. Sehr interessant hier, was die beiden machen. Ja, er kann mal probieren. Oh, Oma. Das, Marc, was haben wir dazu gesagt? Einmal gesagt, das ist ein unfairer Vorteil. Richtig. Das geht so nicht. Und jetzt ist noch ein aktiver Angriff. Na, von Blau, das ist natürlich gerechtfertigt. Weil das wollen wir hier, Unsportlichkeiten wie Erzraffnerie blockieren, wollen wir überhaupt nicht. Das wollen wir nicht und das erklären wir auch nochmal den Zuschauern. Wir haben was gegen Unsportlichkeit, sowas gehört sich nicht und werden wir ihm nachher auch erklären, weil... sowas wird hier nicht geduldet. Auch wenn er kann jetzt schon mal Goodbye sagen zum Bauhof. Ja. Das ist natürlich noch ärgerlicher. Ja. Aber so wollt das. Ja. Ich glaube, das tat dem Extrem jetzt ein bisschen mehr weh als. Weil beides hat nichts damit zu tun, ob jetzt die Tesla-Spule kommt. Er hat ihm einfach die Zeit gekostet. Dass er da ganz normal sammeln soll und die sollen sich im CD nicht so weit behindern, dass die Sammel-Dings behindert wird. Das ist unsportliches Verhalten, das gehört sich nicht und das wollen wir hier auch nicht bei CCRP haben. Jeder sollte wenigstens im CD die faire Chance haben, sich aufbauen zu können und einfach diese... Da brauche ich auch nicht abwarten, bei da gibt es auch gar keine Diskussion. Das ist schon... Ist schon immer schon alles intern geregelt. Genau. Und wenn die Spieler meinen, sie müssen sich unsportlich hier verhalten, dann wird es die dementsprechend auch Konsequenzen geben. Weil sowas wollen wir hier nicht haben. Das gehört sich einfach nicht. Sich da reinstellen, das macht man nicht. Ja. Aber es war klar, dass das irgendwann kommt, weil es wurde ja angekündigt, dass die Leute das testen. Wussten wir auch und dementsprechend haben wir schon im Vorfeld haben wir uns da auch schon hingesetzt und haben gesagt, was machen wir bei dieser Taktik und nein. Also das wird hier, sowas dulden wir hier nicht, das gehört hier nicht. Das gehört nicht her. Das kann man woanders machen, aber nicht hier bei uns, egal ob da im Nachhinein die Tesla-Spule kommt oder nicht. Irgendwo hört da auch die Freundschaft dann auf und Coxby, was ist passiert? Der Extreme hat seinen Bauhof in den Weg gestellt, dass er mit seinem Sammler nicht abgeben konnte. Und das empfindet nicht nur wir, sondern auch das CCLP-Team als unsportliches Verhalten, weil warum? Warum muss ich das während eines CDs machen? Ja, wir haben zwar keinen Nicht-Angriffspakt, aber auch jeder sollte im CD die Chance haben, sich gleichwertig, sag ich mal, aufzubauen. Und sowas gehört da nicht hin.
Mein CD ist rum. Hängen wir ein bisschen hinterher. Eine Bombe ist jetzt explodiert, gell? Tutate, ich weiß nicht, ob der MBF dafür zu teuer ist. Also sicherlich, aber wie gesagt, also so ein Verhalten wollen wir hier einfach nicht sehen, weil die Leute sollen jeder die Chance haben, sich doch wenigstens in den 10 Minuten sich aufbauen zu können. Und indem man sich da reinstellt, ist es einfach mal, ja, finde ich unsportlich. Und Unsportlichkeit unterstützen wir hier nicht. Da kann ich auch, weiß ich was, sonstiges für eine Scheiße bauen hier. Wir wollen fair spielen und es ist für mich keine oder für uns keine Fairness mehr, wenn ich den Gegner daran hindere, Geld abzugeben. Weiß ich nicht, gehört sich nicht. Das gehört hier einfach nicht hin. Ich sag mal, die sollen ihr Können unter Beweis stellen, nachdem die 10 Minuten um sind, wo sie sich die Köpfe einhauen sollen. Aber vorher nicht. Vorher können sie gerne Können zeigen, wie sie bauen, wie sie strategisch ihre Basen setzen. Das ist auch vollkommen legitim. Aber nicht so. Schon wieder ein Blindgänger? Nein. Ja, die kleinen Panzer machen gut Schaden erstmal, wie er hier oben reinfährt, aber ja. Ja, aber ich denke mal, Webmaster macht es trotzdem souverän. Jo. Cogsby, dafür brauchen wir keine Regeln, weil Unsportlichkeit ist in jedem Wettkampf in dem Sinne so angesehen, dass dafür es auch eine Bestrafung gibt. Ich muss dafür keine extra Regeln anlegen. Den Spielern ist klar, dass sie in 10 Minuten die Füße stillhalten sollten und ich glaube, wenn man nur ein bisschen drüber überlegt, sollte ihnen auch klar sein, dass man nicht einfach den Ablageort blockiert, das macht man nicht. Und da uns das vorher schon angekündigt worden ist, dass sowas passieren wird, haben wir uns Ich als sogar mit Ansage. richtig, haben wir uns als Team da auch schon hingesetzt und haben geguckt, ob es kommt, ob es nicht kommt. Vielleicht war es ja auch nur blöde Gequatsche, aber jetzt ist es gekommen und da sagen wir ganz einfach, nee, was wollen wir hier nicht. Wir wollen faire Spiele zwischen den Leuten haben und während der CD sollte man solche Aktionen lassen. Was sie nach dem CD machen, ist es eine ganz andere Hausnummer. Aber nee. Und die Tesla, die hat er fair gesetzt, ja, die kann er ja machen. Tesla, die war in Ordnung. Aber wie gesagt, dieses Blockieren des Sammlers, das er nicht abgeben kann, empfinden wir nicht als das ist Scheiße. Ja. Wenn man überlegt, wir würden das zulassen in der CD, der würde das bei jeder Raft machen, dann hat er verloren, dann ist er raus. Ist er komplett weg. Dann brauchst du keine Raffen mehr bauen. Nee, und die Spieler sollen während dieser Zeit, und deswegen ist ja dieser CCD jetzt nicht Angriffspakt, aber auch jeder Spieler die faire Chance erhalten, sich irgendwo aufzubauen. Wenn es ja sogar mal hingeschrieben soll, die Sammler werden ihre Tätigkeit nicht behindern. Und gerade das ist ja auch, das Abliefern ist ja auch eine Behinderung. Wenn man auch mal hingeschrieben kann. Aber auf jeden Fall greift jetzt Webmaster ganz groß an unten. Die Tesla Trooper. Naja, das macht auch schon richtig gut. Muss aber halt hier oben aufpassen, da geht er ihm auch gerade ran. Aber hier wird er halt jetzt wirklich zu tun haben, hier durchbekommen, weil eigentlich den Bunker liebe ich jetzt Probleme macht, dass seine Tesla rüber geht.
Ja. Na, Opa, Oma hat dann das mal abgewehrt. Ja. Na. Na, und hier wird gleich das nächste kommen. Heute hat es ja. Na, so machen wir das jetzt. Aber er muss jetzt aufpassen, dass sich das Webmaster sich ja nicht verzettelt, weil er hat jetzt zwar einen Haufen Kohle, aber er kommt mit dem Einheitenproduzieren nicht hin. Das ist halt als Sowjet ist das ein bisschen problematisch. Da musst du kurz mal ein bisschen auf Dev gehen. Weil oben wird er jetzt seine Basis schon angegriffen. Naja, aber hier kann er sich dann immer noch verteilen, da hat er noch eine Testerspule. Und denkst du, gut zu stehen? Ja, das ist halt immer so ein Zwischending zwischen Angriff und was man machen kann und ob sich's lohnt halt. Wenn ruckzuck hast du dich verzockt und dann noch eine Waffenfabrik weg, die musst du dann wieder bauen, das schneller machen kann, schon gerätst du ins Hintertreffen. Naja. Aber jetzt macht er hier nichts mehr, ne? Ich komme da halt hier von unten und will ihm halt den Bau aufnehmen. Hat Gelb noch Ernte? Ja, hier unten fahren noch welche rum. Aber es sind zu wenig, weil er hat Geldprobleme. Naja. Der Extreme. Denke ich mal, wird er ihn hier noch rausnehmen? Also er müsste es theoretisch jetzt schaffen mit den Einheiten, die haben. Er muss sie aber halt auch richtig setzen, wenn er jetzt hier halt immer wieder ins Feuer fährt. So wie hier oben sich den Panzer wegnehmen lässt. Ja. Er muss einfach gucken, dass der Extreme langsam die Erdsammler weggemacht wird. Ja, das Problem ist, er hat hier oben keine Waffenfabrik. Er kann also hier keinen Panzer nachrücken lassen. Und er lässt sich jetzt hier dem Sammler wegnehmen, wahrscheinlich noch. Ja, weil langsam geht im Audi Kohle auch aus. Aber jetzt greift er unten an. Das könnte ein GG sein für Webmaster. Würde ich noch nicht mal sagen. Wie gesagt, er hat ja oben, glaube ich, noch alles. Er hat ja noch einen Bauch da. Ja, aber leider die doppelte Baugeschwindigkeit ist weg. Ich glaube, wir das Tech-Zentrum auch noch verlieren. Aber jetzt macht er nichts, weil hier oben wieder die Action ist. Ja, und jetzt verkauft er, ja. Und nimmt jetzt auch alles weg. Thank you.
Üm. Ja, üm. Ein Anschiss. Nee. Das Team hat sich da was ausgekribbelt, dass solche Sachen auch wehtun, weil, wie gesagt, ihr habt eben schon gesagt, wir sollen darüber nicht so viel reden. Wir reden darüber auch jetzt erstmal nicht weiter. Wir werden das auch nach dem Stream erklären, weil das hat im Stream jetzt auch weiterhin erstmal nichts zu suchen. Wir wollen hier weitermachen. Ja, ein Backstein. Und ein Kantholz. Und mit dem Erzsammler platt gefahren. Na, hier unten hat er noch eine Einheit. Oben auch noch, oben links. Mhm. Zwei Männle. So, wir haben es jetzt aber 21.36 Uhr. Wir haben die Möglichkeit, ein Springerspiel zu machen, sofern wir noch welche dazu kriegen, die jetzt auf Anhieb Bock haben, ein Ligaspiel zu machen. Wir haben halt noch. Und er läuft ganz knapp an der Kiste vorbei. Ja, ich hab's gesehen. Läuft schnell heute, ja, es läuft schon wieder viel zu schnell. Irgendwie in der Zeit. Jawohl, jetzt geht's weiter. Naja, glaube ich nicht. Zack, überfahren. Plopp. Hallo, mach hinterher noch ein FFA-Match. Ja, das wäre auch eine Idee. Könnten wir theoretisch auch machen, wenn wir noch genug Leute da hätten, aber das ist halt immer so die Sache. Würde ich theoretisch auch feiern, ja. Meinst du ein FFA-Spiel bye-bye später oder wie? Also mir ist es relativ egal. Wir können auch unser Programm theoretisch jetzt weitermachen, sofern die Leute da sind und können hinten dran nochmal ein Jeder gegen jeden oder was ihr auch so fabriziert. Im Endeffekt noch machen, da habe ich gar keine Schmerzen mit. So, hol sie mal rein, Marc. Wie ist beendet? Oh Mann. Und dann drei Sammler, die nichts machen. Das ist schon echt heftig. Die standen einfach auf dem Erzfeld rum. Ich habe die Map nicht gesehen. Alter. Warum? Na, ihr ist. So viel Scheiße passiert. Ihr hattet ein bisschen Spaß, habe ich gesehen. Nur Action Back, ja? Ja, ein bisschen viel Spaß. Göbelkorten werden ihn nicht akzeptieren, wenn der Sammler in meine Panzer fährt. Was nochmal? Ich hatte den Sammler auf Abwehr. Ich habe die Panzer dann rechtzeitig noch weggezogen, aber er fährt auf einmal vom Dart in meine Panzer rein. Mhm. Wenn es jetzt Göbelkorten ist, steige ich sofort aus der Liga raus, weil ich habe wirklich meine Panzer in einem ganz anderen Feld, wo er eigentlich unten bei dir Diamanten ja, jetzt ist gut, das war der letzte, ich glaube 9 Minuten und 55 Sekunden oder so, geht vor der Kuhlaube rum, ist der eine Sammler auf Abwägen gewesen in der Mitte. Der ist dann hoch Richtung um die Ecke gefahren oder wollte um die Ecke fahren und halt direkt in die Panzer rein und wurde direkt gelb geschossen. Also. Hast du den da hast du den da hochgeschickt oder wie? Nee. Ich glaube schon, also das war reine Aufsicht. Ja, das kann man ja prüfen, im Nachhinein. Genau. Na, ich habe aber wirklich, würde nicht akzeptieren, es ist nicht spielentscheidend gewesen, dass der Sammler gelb geschossen wird. Also ist es auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall die Sammler nach unten geschickt auf die zweite Base. Es könnte sein, dass der da rumgefahren ist, einfach wieder. Na, wenn du jetzt einen Befehl gegeben hast und er dadurch da rumgefahren ist, wird das für ihn keine Konsequenzen haben. Glaube ich aber auch nicht. Aber das wird halt geprüft, ist das halt ein automatischer Weg. Was ich jetzt nicht sagen kann. Mitte waren ja, glaube ich, die Raffs dann schon kaputt. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob ich die dann auch verkauft habe. Und wenn, dann extrem die Girl-Korten, weil mit dem MPF mein ja, da wird es sowieso noch ein Nachspiel haben, aber das machen wir nach dem Stream extrem. Und da reden wir später. Was? Ja. Das steht nirgends in der Regel. Naja, Unsportlichkeit muss auch nicht in der Regel stehen, oder? Warum ist das Unsportlichkeit? Das ist naja, eine Taktik. Nee. Es ist keine Taktik, weil du während des CDs den Gegner einfach verhinderst, sich wenigstens die Chance zu geben, von einem Spiel aufzubauen.
Aber ist egal. Ich habe ja einen Bau verloren. Ja, ja. Das war auf jeden Fall teuer. Das war teuer, ja. Das war richtig zurückgeworfen. Richtig zurückgeworfen. Eigentlich war das erstmal in der ersten Augenblick gar nicht meine Absicht, sondern ich wollte den noch da in die Ecke stellen, bevor er da was hinstellen konnte. Ja. Dann kam die Raff und er fuhr da genau drauf und ich so, okay, ich lass den mal da stehen. Oh Mann. Also das war schon echt witzig. Was. Und dann, wie gesagt, die drei Sammler da hinten in der Ecke, die, glaube ich, 10 Minuten oder so überhaupt nicht gesammelt haben. Das war schon echt, ich glaube, das war fast schon spielentscheidend. Ja, ja, du hattest nachher das Geldproblem gehabt und das war dann dein Verhängnis. Ja. Das war richtig das Verhängnis dann. Mhm. Fuck, Mann. Das ärgert mich jetzt. Das passiert mir normalerweise nicht so einfach. Das, okay, das danke Zapmaster für das schöne Spiel. Das kennt man von dir auch nicht. Spaß gemacht. Auch nicht aus der TK-Liga. Ja, wie gesagt, ich habe mich ja schon darauf eingestellt, dass ich hier ziemlich Probleme kriege in der Schwere. Ja, aber du warst sehr gut unterwegs. Also das, was wir gesehen haben, warst du stellenweise gut und unterwegs gewesen, auch was deine Geschwindigkeit anging, was das Bauen anging, aber du hattest halt nachher das Geldproblem. Jo. Das war halt dann nachher spielentscheidend. Drei Sammeln jetzt waren, das merkt man dann schon rucki zucki im Endgame. Ja. So ist, wenn man dann gegen Russen fightet und gegen die Panzer dann ankommen muss. Und jeder Panzer, der dir fehlt, der ist dann schwierig. Das ist richtig, ja. Ja, okay, trotzdem danke. Ja, wir haben zu danken. Wir schicken euch mal wieder hoch, ne? Ich hoffe, ich habe mich in meinem zweiten Ligaspiel gut geschlagen. Ja, hast du. Du hast ja gewonnen. Das ist das Wichtigste. Und wie gesagt, das mit den Sammlern, wir gucken uns das an. Also sollte da wirklich ein Befehl von seiner Seite aus gewesen sein, ist alles gut. Es ist so knapp gewesen. Es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich, ja. Ich verstehe das. Ich habe wirklich meine Einheiten so weit weg. Also in einem anderen Feld, und auf einmal geht der dorthin ernten. Wie süßt man auf so eine Sache? Ich habe es auch gerade in der Wiederholung angeguckt. Der wird vorher schon von der Tesla-Spule angegriffen. Also der ist schon auf Hälfte runter und ein Tesla-Trooper schießt schon drauf. Aber das kannst du nichts dafür, weil der ist gerade rausgekommen aus der Kaserne und hat draufgeschossen, hat halt auf Gelb geschossen. Nee, dann ist alles gut. Da kannst du gar nichts dafür. Ich hab's gerade angeguckt. Okay, dann sag ich mal danke, gell? Schönen Abend. Jawohl. Ja. Ciao. Ach ja, wir kriegen heute echt alles zu sehen, ne? Ja, das ist ja alles, was der Stream heute bietet. Ja. Volle Programm. Nee, wir wollen euch auch nicht mit euch irgendwelchen Regelverstößen, die auch besagt gehen, aber wir müssen es halt, und da geht auch mal nochmal das raus an den Dean oder so, wir müssen es halt auch im Stream mal erklären, warum, wieso, weshalb. Ja, wir bemühen uns schon, nicht so viel Dussel-Zeug zu quatschen wie noch am Anfang. Mittlerweile geht's.